Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind wieder beim Witcher 3 und es geht wirklich in eigentlich relativ großen Schritten dem Ende entgegen. Auch wenn sich das jetzt erstmal noch nicht so anlässt, aber ich denke trotzdem, dass dem so ist. Jetzt, hier bin ich gerade wirklich verwirrt. Doch, Arachnomorphen. Gut. So, na gut, dann klatschen wir die hier noch schnell weg. Ach, wisst du was? Canceln wir wieder ein bisschen. Zack. Gut, okay. Da haben wir sie wieder. Ich brauche wieder ein paar. Jetzt muss ich wieder mal kurz mich hinlegen oder hinsetzen am besten. Sehr gut, sehr gut. So. Okay. Was haben wir da hinten? Warum höre ich da nichts? Hier gar nichts. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das muss so. Das ist so ein durchgängiges Thema, ne? Katzen können Witcher nicht ausstehen. Merkt das schon. So, Herr Majoran, ich hätte da einen Wunsch an Sie. Die Höhle, die Merten erwähnt hat. Ich muss mich umsehen. Aha, das klingt ja nach noch mehr Spaß hier drin. Obwohl, ne, das ist Spaß da draußen. Na gut, dann geht's. Ich find's gut. Das ist nicht einfach nur ein, ja, geh da hin, klatsch irgendwie ein Monster weg und dann war's das, sondern es steckt ein bisschen mehr dahinter. Wahrlich, ich sage euch, gebt den Armen Almosen. Doch schenkt dem Bettler nicht gleich eine ganze Wassermelone, sondern nur eine halbe, auf dass er vor Freude keinen Schlaganfall erleide. Okay, ja. Majoran, gesegnet sei dein Name. Bitte lass meinen Sohn Julien sicher in Kovia eintreffen. Lass ihn eine kleine Frau finden, am besten adliger Abstammung. Und mit viel Land. Pascal. Okay. Und möge Jean-Luc Cholera treffen und seine Gedärme verschlingen. Denn er ist ein Lüstling und Hundsfott wie kein Zweiter. Bastien. Jean-Luc, ja? Ah ja. Ich glaube, die Picard-Reihe gab es da noch nicht. Also die Picard-Familie gab es da, glaube ich, noch nicht. Mertens Gebiet. Oh,
machen wir gleich. Verschmiert. Habe schon Melitele angefleht. War bei den Druiden. Nichts. Vielleicht wirst du großer Majoran. Mein Gebet. Ich möchte bitte alt, hässlich und fett sein. Ich bin diese ständigen hübschen Leute leid. Sie sind einfach tödlich langweilig. Ich dagegen möchte interessant sein. Das ist wirklich interessant. Mertens Gebet. Siegte Fane, 1203. Segne mich mit Stärke, dass ich niemals zaudere. Segne mich mit Gewissheit, dass ich niemals zweifle. Segne mich mit Tatendrang, dass ich das Alte hinter mir lasse und das Neue begrüße. Ich, Merten, Hexer der Manticore-Schule, beginne heute meine Pilgerreise. In dieser Höhle, in der Majoran einst 23 Tage und Nächte fastete und meditierte. Ich schwöre, für meine Sünden zu büßen, den Pfad der Erlösung zu beschreiten und mich von allem zu befreien, was mich noch an mein altes Leben bindet, auf das ich stolz unter den Jüngern des Höchsten stehen und mich einen neuen Mann nennen kann. So werde ich nun zum Majoran-Tempel reisen, großen Bettler zu treffen, den Weisen, der die Perlen Majorans länger im Herzen bewegt hat, als irgendjemand sonst in diesem Jammertal. Seinen Rat will ich auf meinem Weg zur Absolution beherzigen. Also, Merten hat ein Gebet auf der Rückseite des Schemas notiert. Ja. Offenbar ist er aus dem Gefängnis hergekommen und dann zum Tempel weitergezogen. Lass mich schön, schlank, verlockend und ewig jung sein. Und Marias fetter Schlampenhintern soll von Läusen gefressen werden. Babette. Ich sag nichts dazu. Du sollst stets die Wahrheit sprechen. Es sei denn, der Wahrheit ist damit nicht gedient. Weshalb du lügen sollst. Am Arsch. Wir haben uns das letzte Mal, ne, mit Vivienne haben wir uns dafür entschieden. Nein, wir sagen die Wahrheit. Wir halten uns da dran. Wir sind ein ehrlicher Bürger. Wir sind ein ehrlicher Mensch. Oder Hexer. Und wenn sie nicht will, dass jemand mit reingezogen wird, machen wir das nicht. Letztendlich habe ich herausgefunden, danach, weil ich gucke sowas dann immer mal gerne an, wenn wir gesagt hätten, hier, pass auf, Guillaume, ne? Sieht so aus mit der Vivienne. Und dem alles erzählt hätten, obwohl sie uns darum gebeten hat und wir das versprochen haben, dass wir es nicht tun, dann hätte er, oder andersrum, hätte Vivienne es tatsächlich zugelassen, dass er für sie das Ritual mitmacht, der Fluch auf ihn übergeht und die wären glücklich gewesen. Die hätten sich verliebt ineinander. Sie wäre den Fluch losgeworden, der Fluch wäre auf ihn übergegangen, hätte so gut wie nichts ausgelöst. Außer ein paar Federn an bestimmten Stellen. Nach ein paar Jahren. Die sie dann aber ganz lustig gefunden hat und alles supi. Und angeblich wären sie total glücklich gewesen. Alles klar. Ja, nee, danke fürs Gespräch. Ja. Ah, Mann. Oh, großer Majoran. Mach meine Felder fett, meine Ernte reich. Bewahre sie vor Flut und Dürre. Aber nur meine Felder, ja? Mein Nachbar hat schon genug Glück gehabt. Das ist schön. Bitte segne Mama mit guter Gesundheit, großer Majoran. Damit es ihr gut geht und sie nicht mehr so schrecklich beschissen gelaunt ist. Antoinette. Ja, schön. Man könnte immer denken, die wollen da was ganz Uneigennütziges, ne? Und danach kommt dann noch so ein Puff, so dahinterher. Füge deinem Nächsten nicht zu, was du nicht wünschest, dass man es dir zufüge, es sei denn, dein Nachbar hat dir übel mitgespielt und verdient deine Rache. Alles klar. Also mach nicht, was du nicht willst, dass man dir tut. Außer es geht um Rache, dann hau raus. Genieße alles im rechten Maße, Speis und Trank und Fleischeslust. Übertreibst du es, sollst du am anderen Tag erwachen mit Schmerzen im Kopfe, eiligem Bauche, welkem Gliede.
alle Lack gesoffen. Alle, wie er hier steht. Na gut. So, dann gehen wir zu den Ruinen des Bostoi-Gefängnisses oder auch Bolschoi. Da drüben. Also Fort Astre, ja? Gut. Einfach mal dahin. So, jetzt müssten wir doch hier auch zu einem Wegweiser kommen, ne? Also, bin. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ich bin doch weg, Typ. So, ja, schauen wir mal, was uns jetzt da so erwartet. Mhm. Oder irgendwie sowas? Nee, ein Bär. Jetzt bist du da unten. Ach, nicht auch noch ein Bär. So, dann. Ja, was haben wir denn da Schönes? Denkst du, du kannst ja einfach ausreißen? Wenn du hier einfach Leute angreifst, ne, dann kann ich nur auch echt nichts dafür. So, wie geht's euch da drüben? Lang leben Liam und Mathilda! Gerade werden noch alle ihre Freunde oder Familie oder was weiß ich was abgeschlachtet hier von dem Gabelschwanz und Pipapo. Und dann ist der tot und so. Lang leben Liam und Mathilda. Geh zu einem Ritter und sag Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung schallt. Ja, das stimmt allerdings. Die sind echt furchtbar. Das war doch jetzt hier ein Berggipfel. Ich finde, dass Merten hier zurückgelassen hat. Du warst doch hier gerade in Berggipfel. Was haben wir denn hier? Ein Schiff. Nee, Kartoffelbewist. Ach, das war bestimmt so eine alte Kuh oder so. Kartoffelbewist.
Hier ist irgendwie nichts. Guck mal weiter. Vielleicht ja wieder hier so um die Ecke da was drin. Ist das das, wo wir schon mal waren, sag mal? Wir waren doch schon mal in so einem Ding und haben dann da so eine, was war denn das, Alp oder Ruxa? Hat hier schon mal platt gemacht gehabt, oder? Ich weiß schon, dass ne, hier der Kreis nicht ist, aber manchmal gibt es ja so ein paar Spuren, die dann irgendwo hinführen und so weiter. Oder seht ihr auch bloß nichts? Ich habe halt das Gefühl, wir haben das, was wir eventuell hier finden sollen, schon gefunden. Und deswegen bringt das quasi nichts mehr. Oder irgendwas fehlt uns, weil, keine Ahnung, wir da halt schon was mitgenommen haben und in diesem Behälter hätte sonst was sein sollen oder sowas, was wir jetzt brauchen. Ja, komm, wir gehen mal zu dem anderen Ding. Komisch. Komisch, komisch. Ja, komm jetzt, beeil dich doch mal. Eine einfache Brücke, da kannst du einfach dran vorbeilaufen und ist gut. Ja. Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Ah. Ja, ja. In die Richtung? Nee, ich will doch hier hin. Ja, danke. Will ich mal umschalten? Das, ja. Manchmal checke ich das anscheinend nicht ganz so. Ach, wahrscheinlich war ich dann vor uns bei dem anderen noch auf dem unteren war. Hier finde alle Schemas der Ausrüstung. Renn doch einfach mal. Hm? Wie sieht's denn aus? Das ist für mich jetzt einfach nur Zeitverschwendung gerade. Flatsch. Okay.
Ich sollte wohl, glaube ich, mal kurz was trinken. Wo ist es? Da ist es. Genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. So. Na dann. Klar. Abwehrmechanismus, irgendwelche... Nackte Frauen in einer... Da stimmt was nicht. Ach Quatsch, hier stimmt alles, Geralt. Alles stimmt hier. Oder auch nicht. Du hättest auch noch kurz warten können. Haben sie aber ziemlich handfest. Mhm. Oh wei. Ständig geben sie dem armen Witcher hier immer irgendwas, schmeißen das irgendwie in seinen Körper rein. Sei es jetzt hier durch irgendwelche komischen Gase, die hier austreten oder sonst irgendwas. Das ist schon geil. Okay, da gehen wir gleich hin. Dann würde ich lieber noch mal hier ein bisschen kurz gucken wollen. Ob es irgendwas Interessantes gibt. Aha, hier. Okay, ja, das geht's bestimmt dann gleich auf der anderen Seite noch mal hin. Mal hier. Gut, ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt. Wie war das gleich, die Sache mit dem notgeilen Hexern? Was? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Such die verborgene Kapelle. Erbarme dich. Hab Mitleid. Ja, klar. Ja, nimm. Hilf einer armen Seele. Aber ne, denk dran, Geralt. Immer nur so viel, wie notwendig ist. Nicht zu viel, damit du sie nicht überforderst. Hilf mir. Ah, na dann.
Und der letzte. Was jetzt? Oh, oder? Ach nee, ausmachen ist hier gut. Sieht das ja jetzt erstmal ganz spannend aus. Finstersenke. Naja, ja, doch. Was? Das sieht mir nach noch mehr Vampiren aus. Ich versuche es eventuell mal mit Irden zu verlangsamen. Mal sehen, ob das klappt. Dann klatschen wir uns hier noch so ein bisschen schwarzes Blut rein. Mal noch das. Ach, hier kriegt die Moras. Na gut, dann sind das. Ich gebe ihm auch was. Geht ja. So, okay. Ach so, und hier vorne war dann, glaube ich, irgendwie ein... Klar, das Wildschwein hat uns jetzt gesehen. Natürlich. Logisch. Aha, nee, okay, gut. Das ist ein Durchbruch. Sehr gut. War hier drüben nicht, wenn du runterkommst? Warte mal, wie war denn das? Hier, genau. Und hier war ganz am Anfang, war hier irgendwie so ein, also gefühlt so ein Schwert, was irgendwo drinne steckte. Und du solltest, die Prüfung war wahrscheinlich, dass du halt erstmal dem Typen hier helfen sollst und nicht das Schwert nehmen sollst. Macht ja auch Sinn. Aber, ne, wie viele würden da erst gegebenenfalls zu dem Schwert greifen wollen? Wir haben ja ein gutes Schwert, wir brauchen das nicht. Und außerdem helfen wir halt gerne Leuten, ne? Also, was ist das? Mal hier. Bombenblatt. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Gut. Oh, wieder genug Bombenblätter. Der sieht aus wie Mario. Nicht möglich. Keine Visionen mehr. Ich hoffe, das war's dann. Okay, aber hat er sich jetzt gerade so vor uns neigt? Fane 1203. Es ist vollbracht. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzung aus Ertrunkenen und Endriagas wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Majoran gefiel es, mich diese Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditationen versenkt. Gleich erfüllte Majoran meinen Geist mit einer Vision von einem See, dessen kristallklare Wasser mich umgaben. Meine Seele durchdrang und sie von aller Bosheit reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir... letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen. Den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist und dessen Weisheit ich in Majorans Tempel genießen durfte, ich bete,
dass er wohl auf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemandem Übles will, werde ich nun alles Dingliche hinter mir lassen, was mich noch mit meinem Vorleben verbindet. Das ist allerdings nicht so einfach, da es mich einst viel Zeit und Energie und große Opfer gekostet hat, diese Schemas zu finden. Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren, doch er wird immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Eine Sicherheit, dass es der richtige Weg ist, wird stark wie Eisen und hart wie Stahl. Gepriesen sei Majoran. Merten ist zum See gegangen, um endgültig zu sühnen. Das sollte ich mir ansehen. Ist das vielleicht eine Art Relikt? Ja, solltest du, sollten wir, ne? Auf jeden Fall und so. Gut. Naja. Können wir tauchen? Ja, ne? Ist nicht tief genug. Nee. Anscheinend nicht. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Oder geht's hier oben irgendwie raus? Das wäre ja Quatsch. Ja gut, dann machen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Hoffentlich brauchen wir halt jetzt wirklich nicht diesen der einen Stelle da noch was. Wir haben ja jetzt immer noch durchsuche die Ruinen des Bastoi-Gefängnisses. Aber dort haben wir ja absolut nichts gefunden. Müssen wir da jetzt nicht noch was finden? Ich wüsste nicht wie, wir haben ja alles durchgeguckt. Nun gut. So, wo müssen wir als nächstes hin? 33 Minuten. Na, pass auf, dann hüpfen wir hier erstmal zu den Palastgärten zurück. Und von dort aus können wir ja dann reisen und das Reisen machen wir dann sogleich sozusagen. Aber den Rest machen wir dann in der nächsten Folge erst. Da gucken wir uns dann mal an, wo wir dann hin müssen. Wie der ganze Spaß dann weitergeht. Ach, da drüben ist es. So, da sind wir. Ja, mit dieser schönen Aussicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio, macht's gut.